Abigail Day Tag 10. Ja, um das Thema des Tages optisch noch ein bisschen zu unterstützen, war ich gestern natürlich noch beim Friseur. Denn das Thema heute ist: How has gaming changed you? Wie hat das Spiel dich verändert? Ja, da sind mir zwei Sachen zu eingefallen. Zum einen die Art und Weise, wie ich Medien konsumiere, vor allem Spiele und Spiele, Serien und Filme. Das hat sich damals geändert, als mein Lehrer mir mal einen Vortrag von André Wiesler von einer Radcon empfohlen hatte. Die hat er damals noch auf seiner alten Website hochgeladen. Die hat er mir freundlicherweise, weil das Internet damals noch nicht so gut war, auf CD mitgegeben. Und die habe ich seitdem, ich weiß nicht, wie oft ich diese Vorträge gehört habe. Ich habe sie Gott sei Dank immer noch, weil im Netz kann man sie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr finden. Ja. Und seitdem André Wiesler mir erklärt hat, wie man sich bei Filmen Charaktere wie man sich dort inspirieren lassen kann für Charaktere und Geschichten, seitdem nehme ich Medien doch sehr anders wahr. Und das zweite und noch sehr viel persönlichere, was sich bei mir geändert hat, ist tatsächlich auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin sehr viel offener und kommunikativer geworden, seit ich Rollenspiele betreibe. Vor allem so in den letzten paar Jahren würde ich behaupten. Tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in meinem Abi-Buch wurde ich tatsächlich belege ich Platz 2 bei den Herren in der Kategorie Stilles Wasser. Ich füge da, glaube ich, nochmal so ein kleines Foto ein, um das zu untermalen. Ja, das hat sich bei mir auf jeden Fall sehr geändert. Ich bin sehr viel extrovertierter geworden, sehr viel offener und kommunikativer. Das laste ich auch dem Hobby-Rollenspiel an. Ja, das war für Tag 10. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.